Ja, Patrick, fangen wir mit meiner Lieblingsjournalistenfrage an. Was war das für ein Gefühl eben? Ja, war ein tolles Gefühl. Wenn man die letzten eineinhalb Jahre sehr viel verletzt war und fast jedes Spiel von der Tribüne aus geguckt hat, dann fällt einiges von einem ab heute und das war schon echt grandios. Wie sehr nimmst du die Fans wahr? Die haben ja noch gefühlte Minuten lang applaudiert während der Einwechslung und danach. Ja, nimmt man natürlich schon wahr, also keine Frage. Auch wenn man jetzt auf dem Platz schon unter Adrenalin steht, aber ja, natürlich flügelt das einen noch mal ein bisschen und ist schon ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Wie hast du das Tor gesehen? Ja, ich wollte eigentlich in die lange Ecke schießen, dann wird er abgefälscht auf die kurze. Aber ja, ein bisschen Glück gehört im Fußball einfach dazu. Und ja, danach konnte ich es erstmal noch gar nicht so richtig fassen, weil es jetzt gerade mal 2 Minuten war, die man wieder spielen durfte. Und ja, war echt toll, also keine Frage. Ich kann mir vorstellen, Blut geleckt hast du auf jeden Fall jetzt schon wieder ziemlich schnell. Auf jeden Fall, also gerade nach den ersten Sekunden auf dem Platz, da freut man sich natürlich, wenn es noch mehr werden. Ich denke, wir haben jetzt noch viele, viele Spiele vor uns, viele intensive Spiele und ja, natürlich hoffe ich, dass ich da ein bisschen mehr ran darf. Wenn wir jetzt nochmal auf das komplette Spiel gucken, das war ja insgesamt schon wirklich eine harte Aufgabe. Wie hast du das gesehen von der Bank aus? Ja, so hat man es aber auch erwartet. Also gerade Freiburg ist ein sehr kampfbetontes Spiel, sehr laufintensives Spiel und so ist es dann auch geworden. Freiburg hatte auch die eine oder andere Chance, wo wir vielleicht selber ein bisschen Glück hatten, aber im Endeffekt haben wir das erste Tor gemacht und dann läuft es einfach ein bisschen besser und ja, das war heute so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. War es das Ziel, so kontrolliert und ruhig zu bleiben, wie es die Mannschaft dann auch die meiste Zeit des Spiels sehr gut gemacht hat? Ja, natürlich muss man auch mal Druckphasen vom Gegner überbrücken, so wie wir es heute gemacht haben. Kein Tor fangen und für vorne sind wir immer für ein Tor gut. Und wenn wir da ruhig bleiben, dann gewinnen wir die Spiele wie heute. Was heißt das jetzt für Dienstag? Ist jetzt noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen wieder im Körper, im Kopf, in jeder Phase? Ja, natürlich ist mehr Selbstvertrauen jetzt vorhanden, wenn man jetzt 2017 aus 3 Spielen 7 Punkte holt, als in der Hinrunde, als es nicht so gut gelaufen ist. Von daher gehen wir Dienstag auch so rein und ja, dann müssen wir den nächsten Schritt machen. Jan, sehr, sehr gutes Gefühl, oder? Ja, gutes Gefühl. Schwieriges Spiel. Heute ein hartes Stück Arbeit war das. Ja, sehr glücklich über den Sieg zu Hause vor dem eigenen Publikum. Ich glaube, der Sieg ist am Schluss ein bisschen zu hoch. Wenn man dann den Spielverlauf anschaut, wir hatten in der zweiten Halbzeit zum Teil oft auch große Schwierigkeiten, standen groß unter Druck hinten und ja, haben es trotzdem gut gemacht, sind stark geblieben hinten, sehr souverän geblieben und ja, haben das Spiel am Schluss gewonnen. Freiburg war die eklige Aufgabe, auf die ihr euch auch eingestellt habt. Ja, eklig, weil sie es einfach auch gut machen. Sie stehen sehr gut, sie sind sehr hartnäckig in den Zweikämpfen. Sie geben dem Gegner nicht viele Lücken, um durchzuspielen. Und dann, wenn sie offensiv den Ball haben, haben sie große Qualitäten auch über die Standards. Und ja, da mussten wir sehr, sehr aufpassen, dass wir heute nicht auf einmal, wie soll ich sagen, die Ordnung verlieren in der zweiten Halbzeit. Und das haben wir gut gemacht. War das der Punkt, der ausschlaggebende Punkt, dass ihr eben die Ordnung, die Ruhe durchgehend beibehalten habt? Ja, der Schlüssel war sicher auch, dass wir wollten unbedingt dieses Tor verteidigen heute. Das hat man gesehen. Dann standen wir halt mal 20 Minuten ein bisschen tiefer und haben die Bälle da hinten rausgehauen. Ja, wir müssen keinen Schönheitspreis gewinnen im Moment. Wir müssen einfach erfolgreich Fußball spielen wieder und das ist uns heute wieder gelungen. Kurz nach der Halbzeit, direkt eine 1-gegen-1 Situation, die du grandios hältst. Wie hast du die Geschichte gesehen? Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wir haben einen Fehlpass von unserer Seite vorher und dann ein Konter von Freiburg. Ja, und zum Glück ist es so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Dementsprechend tut es wahrscheinlich auch gut, du hast es eben schon angesprochen, dass eben diese Null da am Ende am Ergebnis nicht einfach nur ein Sieg, sondern ihr habt die Null den Kasten sauber. Ach, eine Null tut immer gut für die ganze Mannschaft. Das zeigt, dass wir sehr konzentriert gearbeitet haben, wie gesagt, dieses Tor gut verteidigt haben, unser Tor gut verteidigt haben und das merkt man auch, wie akribisch wir verteidigen, wie gut wir wieder miteinander sprechen. Ja, das müssen wir auch in der Zukunft so machen. Ein Wort zu Patrick Herrmann. Klar, okay, bei dem Tor war ein bisschen Glück dabei, glaube ich, am Schluss, aber trotzdem ist das ja ein Einstand nach Maß wieder nach der langen Verletzung. Klar, ich freue mich sehr für ihn. Musste jetzt lange unten durch, lange die Physioabteilung gesehen jeden Tag und ja, bin sehr happy für ihn, dass ihm das gelungen ist und schön auch für uns, dass langsam die Spieler wieder zurückkommen. Wir brauchen das breite Kader, um dann auch in der Zukunft die Spiele erfolgreich zu bestreiten und ja, ich bin sehr happy für ihn.